jetzt. Super. Also ich gehe auf Verstanden und dann müssten wir jetzt gleich live sein. Okay, wir müssten jetzt live sein. Na, ich bin mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Genau, schauen wir einfach mal. Also allen da draußen erstmal ein herzliches guten Morgen. Ja, willkommen zur letzten Webinarveranstaltung in diesem Jahr 2022. Unsere 10. jetzt insgesamt, wenn wir die Digital Breakfast-Veranstaltung noch rechnen. Also willkommen zur 10. Veranstaltung mit uns zum Thema künstliche Intelligenz im Marketing oder smartes Marketing mit künstlicher Intelligenz, wie auch unser Buch heißt. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema generative KI, also KI zum Erstellen von Bildern, Texten etc., vor allem mit Schwerpunkt Bild heute. Ja, Super, ja, Gerald, was genau. meinst du? Was meine ich? Ich meine, weil wir gestern gerade jetzt auch unseren Newsletter verschickt haben, was wir in diesem Jahr für einen Ritt hinter uns haben zu diesem Das stimmt. KI-Thema. Also angefangen, vielleicht eine ganz, ganz kleine Retrospektive, angefangen mit unserem Buch, das im März entstanden ist, mit unserem Portal ki-toolparty.de, was ich glaube, im Juni gelauncht wurde und jetzt mittlerweile in der Summe mit Breakfast 15 Webinare durchgeführt. Man muss sich, Leute, stellt euch das mal vor, wir haben jetzt in einem halben Jahr 15 Webinare durchgeführt. Das sind also mindestens zwei pro Monat, manchmal drei. Und da wir in diesen Webinaren immer so diesen neuesten, geilen, heißen Scheiß checken und testen, damit ihr davon profitieren könnt, ist das mittlerweile ein Hauptjob geworden. Also das ist wirklich ein umfassender Job geworden, der aber umfassend, ja, viel Spaß macht. So geht's mir jedenfalls. Definitiv und definitiv. Und also spannend ist ja auch zu sehen, dass es das Thema sozusagen so galoppiert, dass es auch easy ist, sage ich jetzt mal. Ich glaube, wir können auch 4 Veranstaltungen pro Monat machen. Also das würde uns nicht schwerfallen, weil das Thema einfach sehr, sehr, sehr sich entwickelt und viel Fahrt aufgenommen hat. Genau. Und wir haben heute, wie Christopher schon sagt, wirklich also was ganz ja, Neues dabei, zumindest für den breiten Markt was Neues dabei. Wir werden uns heute intensiver mit der Organisation OpenAI und deren Produkten beschäftigen und damit zeigen, wie man jetzt wirklich mit hochqualitativem Machine Learning in der Medienproduktion für sein Social Media Marketing und natürlich auch für jegliche visuelle Medienproduktion KI nutzen kann. Sehr gut. Ja, dann steigen wir doch mal direkt in unser Thema ein, in die kreative Generierung mit künstlicher Intelligenz, Bilder, Logos, Markendesigns mit DALL-E 2 und Co. gestalten. Ja, Gerald, was gucken wir uns heute im Detail an? Ja, wie immer, in jedem Webinar wollen wir nicht nur die Tools live vorstellen, sondern wir wollen uns ein paar Zahlen, Daten, Fakten mal anschauen, wie sich das mit dem Machine Learning, insbesondere jetzt im Umfeld von DALL-E oder DALL-E 2 ganz konkret gesagt, das ist ein Produkt bzw. eine Technologie von der Firma OpenAI. Da wollen wir so ein bisschen auch noch Hintergründe liefern und da steigen wir vielleicht am besten gleich mal so konkret ein. Also, wir haben auf dem Titel geschrieben, dass wir von der generativen KI sprechen. Das ist ein Technologiefeld, das relativ neu ist im ganzen KI-Thema. Also generativ bedeutet, dass man mit Hilfe von künstlichen, intelligenten Algorithmen und Technologien etwas generieren kann. Generieren kann im Sinne von, das können Texte sein, das können Töne sein, das können Bilder sein, das können Kunstbilder sein oder das kann auch ein Musikstück sein, das vor 4 Monaten in der Semperoper aufgeführt wurde. Jetzt wollen wir jetzt keine Orchester ersetzen, sondern wir wollen gucken, wie lässt sich das insbesondere bei Bild, vielleicht auch bei Video, aber vorzugsweise erstmal nehmen wir uns das Bild vor, gestalten. Und DALL-E ist eine Technologie, die so als generatives Modell verstanden wird. Grundsätzlich so definiert das OpenAI auch konkret, dass maschinelles Lernen erzeugt, um komplexe Ausgaben, also komplexen Output zu erzeugen. Also stellt euch vor, ihr wollt jetzt ein Bild machen und vor 200 Jahren hat man noch eine Ölleinwand oder eine Leinwand gehabt, auf der man dann irgendwie mit
mit Stiften bzw. mit Farbe dann entsprechend etwas abgebildet hat. Und wir wissen alle, wie lange das dauert und welches künstlerische Niveau man erreichen muss, damit es auch ansehnlich wird, geschweige denn davon leben könnte. Heute ist es so, dass wir solche komplexen Ausgaben wie ein Ölgemälde beispielsweise sehr gut nutzen können. Und damit grenzt sich diese generative KI von den typischen Forecast-KIs beispielsweise ab, ne? Die dann quasi dann aus vorhandenen Informationen und Datenmaterial dann Zukunftsaussagen treffen können. Das Neue, und das ist wichtig vom Begriff her, man braucht pfiffige Eingabedaten. Und da leiden wir auch gerade so ein bisschen so, wie sehen also solche smarten Eingabedaten aus, um bestimmte Ziele zu erreichen? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Die Medienbranche hat gezeigt, dass diese sogenannten Eingabedaten, wir nennen sie Prompts oder es wird Prompt genannt, dass man mit denselben Prompts, also wenn ich dasselbe eingebe, unterschiedliche Bildergebnisse gewinne. Und das ist so gar nicht betriebswirtschaftlich denkend, ne? Weil da will ich sagen, ich will ein bestimmtes Bild haben und was muss ich jetzt eingeben dafür? Also da ist sicherlich noch ein bisschen Luft drin, aber dazu später viel, viel, viel mehr. Gehen wir mal weiter in so ein paar Zahlen. OpenAI ist ein Unternehmen, das es schon seit vielen Jahren gibt. Die haben solche künstlichen Intelligenzmaschinenalgorithmen schon sehr früh entwickelt, ist eigentlich gar keine Profitorganisation. Da werden Sie jetzt, glaube ich, nicht mehr drumherum kommen. Sie werden zu einer Profitorganisation werden müssen, weil 2019 insbesondere Microsoft eingestiegen ist und da mal richtig Geld reingepumpt hat. Also es wird von allen Seiten diese Zahl der 1 Milliarde Dollar Investitionen reingegeben. Das ist natürlich schon eine Nummer. Nun könnte man denken, naja, 1 Milliarde ist für Microsoft jetzt auch nur ein bisschen Papiergeld. Nee, das ist schon auch für Microsoft richtig, richtig viel Geld. Und warum machen sie das? Weil sie, und das werden wir jetzt in den nächsten Monaten erleben, weil sich ihre eigene Anwendungen aufgrund des DALL-E 2-Algorithmuses in ihre Microsoft-Pakete hineinnehmen, beziehungsweise dann auch neue Anwendungen, wie beispielsweise den KI-Designer, jetzt schon am Entwickeln sind. Der ist gerade noch in einem Beta-Status. Also wir werden all die, die mit Word, Excel arbeiten, in dem nächsten Jahr nach den nächsten 1-2 Updates werden wir sehen, was da so alles möglich ist und wie sie das entsprechend dann auch für das Design ihrer entsprechenden Office-Produkte dann auch beziehungsweise deren Ergebnisse gerade im PowerPoint nehmen. Interessanterweise ist der erste Bezugspunkt PowerPoint. Sie haben das quasi das als allererstes in PowerPoint reingegeben. Wir verweisen da auf unsere Toolparty, indem wir nicht nur PowerPoint haben wir jetzt nicht getestet, aber das Umfeld um PowerPoint, das KI-Umfeld getestet haben, Stichwort Beautiful AI. Für all die, die uns verfolgen, wissen, können sich daran erinnern. Dann gab es dann Anfang des Jahres, so April, so eine Warteliste. OpenAI hat eine Warteliste aufgemacht, hat gesagt, hey, da wird was ganz, ganz Heißes kommen. Und wir können das jetzt noch nicht publizieren. Und innerhalb von 5 Tagen waren 1 Million Menschen weltweit registriert. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben etwas angekündigt, haben gesagt, da kommt etwas, mit dem du mit Hilfe von KI etwas generieren kannst. Und schwuppdiwupp war die Bude mit 1 Million voll. Als es dann im Juni mit dem ersten Launch dann live gegangen ist, sind die Server zusammengebrochen. Und als jetzt vor wenigen Tagen das Chat-GTP veröffentlicht wurde, ein weiteres Produkt neben DALL-E, also das auf DALL-E 2 basiert, gleiches Verfahren. Also man sieht, irgendwo sind die Menschen draußen ganz, ganz heiß darauf, mit wenig Input viel und tolle Ergebnisse zu erzielen. Betriebswirtschaftlich nennen wir sowas dann Effektivität. Also wunderbar. Da sind wir also schon in einem Feld, dass davon dürfen wir ausgehen, dass wir hier von einer wirklich disruptiven Technologie reden können, jetzt schon. Und dass es auch insbesondere das ganze Designthema in den nächsten Monaten und 1-2 Jahren komplett disruptieren wird. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Feld, was da aufgemacht wurde von OpenAI. Und OpenAI ist wirklich so derjenige, der alle jetzt vor sich hertreibt, weil er einfach so als erstes die Büchsen, muss man schon sagen, der Pandora geöffnet hat. Erst mit der Bildgenerierung, jetzt mit Textgenerierung. Also da ist schon... Christopher, eine Ergänzung, ganz, ganz neu. Ich habe geguckt, was machen denn die anderen GAFA-Unternehmen? Also ganz vorneweg natürlich der Google-Konzern. Und die
Also das ist interessant. Ich dachte, Mensch, irgendwie, die werden jetzt da mal kontern. Nein, Google zieht sich langsam aus diesem KI-gesteuerten Chat-System zurück. Die haben sowas auch und haben da auch richtig viel Geld investiert. Aber OpenAI hat die auf der rechten Standspur so schnell überholt, dass Google jetzt so, das sind so, ich habe ganz jung geguckt heute Morgen in den Nachrichten, also ein passives, zurückhaltendes Verhalten an den Tag legt. Ja, also nichts auf Aggression. Nun, dann muss man wissen, die zwei Jungs bei Google haben das schon immer so getrieben, aber ich glaube, die werden da nicht richtig rankommen, ja. Ja, es wird schwierig, weil sie einfach ein anderes Konzept haben und dieses Konzept schon so groß ist und, sage ich mal, glaube ich, einfach auch in gewisser Weise schwerfällig, weil das Konzept einfach mit seiner Maschinerie sehr stark läuft. Und ich glaube, es ist schwierig, ist da jetzt einfach mal so disruptiv da was völlig Neues, anderes zu machen und vielleicht zu sagen, okay, das gibt jetzt keinen Google-Suchschlitz mehr, sondern einen Google-Chat-Schlitz, ja. Der plötzlich da auftaucht. Ich glaube, das ist eben halt nicht so möglich. Es ist für die schwieriger, einfach mal schnelles zu ändern. Und sie haben natürlich auch das Thema, dass sie ihre Ergebnisse sehr stark qualitativ hochwertig halten wollen. Und es zeigen ja schon die ein oder anderen Tests beim Chat von OpenAI, dass natürlich der noch Dinge ausspuckt, die jetzt so moralisch manchmal grenzwertig sind, also dass es schwierig ist. Und Google versucht natürlich alles, deswegen gab es ja auch sowas wie ein Medic-Update in der Vergangenheit mal, dass sie eben Informationen, die sensibel sind, wie medizinische Hinweise, dass die gut einfach nochmal auch qualitätsgesichert sind, dass nicht jemand irgendwie ein Medikament falsch anwendet, weil er das auf Google auf Platz 1 gefunden hat und dadurch Schaden nimmt. Also insofern, die sind da ein bisschen anders halt unterwegs noch, weil es halt nicht ihr Google-System ist, einfach ein fertiges, laufendes System und was natürlich nicht als Beta-System irgendwo draußen jetzt einfach rausgeschossen wird. Und dementsprechend ist es gar nicht so leicht, in so ein System, was auch verlässlich sein soll, was wo eine Marke dran hängt, dann einfach zu sagen, wir machen jetzt mal einen schnellen Chat hier noch rein oder ähnliche Dinge. Ja, ja, ja. Also das ist hoch, hoch politisch, dieses Thema. Wir sehen, wenn wir jetzt hier mal auf diesen blauen Chart gucken, dass das Thema der Medienproduktion, von dem man so denkt, ach naja, das geht mich ja nichts an, jeden etwas angeht. Wenn wir nur die Anzahl der Bilder bzw. des Bildmaterials dann heranziehen, da sehen wir, dass die alleine auf dem Instagram-Account schon richtig was los ist. Monatlich 1,5 Millionen Bilder. Und ich bin mittlerweile auch bei Instagram, oder ich bin schon lange bei Instagram unterwegs, aber mittlerweile wieder viel, viel mehr. Weil immer, wenn ich Bilder suche, finde ich die dort. Also es ist eine der größten Bilderdatenbanken im Meta-Konzern. Pinterest ist natürlich auch noch ein Wettbewerber mit einem anderen Geschäftsmodell. Aber das Thema Bild und natürlich darüber hinaus Video, das wird uns nicht loslassen. Ja, also das wissen wir auch einfach aus der Wahrnehmungspsychologie, dass wir über Bilder viel einfacher kommunizieren können. Da müssen wir nicht lesen. Also auch Menschen, die nicht können, jetzt in Kulturschwäche oder beziehungsweise bildungsschwächeren Umgebungen, kann man trotzdem über Bilder erreichen. Und deswegen ist es auch gesellschaftlich sehr, sehr wichtig, dieses Thema Bild und ob ich Insta gut finde oder nicht, spielt keine Rolle, dieses Bild weiter zu professionalisieren, dieses Thema Bild weiter zu professionalisieren. Definitiv. Okay, einen Chart haben wir noch, glaube ich, und zwar genau. Christopher, du hast denn mal im Google-Umfeld mal geguckt, wie denn der Begriff DALL-E gesucht wird. Und da sieht man natürlich genau. Hier rechts eine Spitze, gell? Genau, da sieht man ganz klar, dass DALL-E eher jetzt so ein Randthema war sehr lange. Und dass es dann aber wirklich so einen absoluten Peak gab, wo auch DALL-E dann quasi vorgestellt und auch für alle geöffnet wurde. Also dass es wirklich auch so einen richtigen Bang gab, wo das eben dann tatsächlich für alle auf war und jeder damit experimentieren konnte, auch jedes große Medium da draußen drüber berichtet hat. Das hat das Thema nochmal auf einen Schlag riesig befeuert. Also ich glaube, das Thema DALL-E ist einfach gesetzt und ist auch so der Vertreter, wenn es um Bildgenerierung geht. Wir werden es nachher kennenlernen. Es gibt noch andere Player, Midjourney oder Stable Diffusion etc. Aber DALL-E war halt so der erste, der wirklich ganz groß aktiv war und einfach es geschafft hat, hier sehr stark das Medienfeld auch zu prägen.
Ja, gab es irgendwie ein bestimmtes Datum? Das kann man jetzt der Grafik so nicht entnehmen. Ja, ich habe jetzt mal so eine Gesamtgrafik genommen. Man sieht, die geht von 2004 bis 2021, 22 so die Ecke. Also quasi, der Verzeichnis hier noch der Oktober 20, aber es geht quasi, ist wirklich bis zu dem, ist jetzt, glaube ich, zwei Wochen alt, die Grafik so ungefähr. Geht also bis 22. Aber man sieht halt, das kommt schon so hin. Also der Peak ist jetzt schon ein bisschen her wieder. Der war auf alle Fälle dieses Jahr, in 2022 war der Peak, weil da eben Delhi ja für alle geöffnet wurde. Es war ja lange Zeit nur auf Warteliste verfügbar. Und wo es dann für alle geöffnet wurde, da ist halt nochmal so ein Riesenhype entstanden. Und man sieht, dass die Kurve nach dem Hype auch hier runtergeht. Und ich glaube, das ist auch das Thema, weil natürlich dann die anderen auch auf den Plan getreten sind, wie Stable Diffusion etc. Und sich das Thema quasi aufgeteilt hat von der Aufmerksamkeit auf die neuen weiteren Player und damit Delhi so eine Art Knick hier erlebt hat, was die Aufmerksamkeit angeht, weil sie nicht mehr allein waren. Ja, was können wir machen mit generativer KI, Gerald? Glaube eine ganze Menge, oder? Wir können eine ganze Menge machen. Wir steigen mal ganz soft ein. Ich werde ganz kurz ein Tool zeigen, ein KI-Tool, brandmark.io. Und da gucken wir uns mal an, wie man das jetzt für seine eigene Geschäftsausstattung beispielsweise gestalten kann. Und dann gehen wir immer weiter in die Tiefe. Christopher übernimmt dann das Thema DALL-E zum Thema Bildbearbeitung, zeigt hier an sehr praktischen Beispielen, die auch aus dem Privatumfeld kommen, was man machen kann. Und inwieweit man jetzt DALL-E auch für neue Bilder beispielsweise dann nutzen kann. Und das ist, glaube ich, ganz spannend, das Highlight, wie man am Ende dann vorhandene Bilder, also ein Bildausschnitt, den man hat, dann weiter berechnen lassen kann, sodass also aus einem kleinen Bildausschnitt, den man nur hat, die Umgebung, den Kontext des Bildes erweitern kann. Also das ist großartig. Hat Christopher ein Beispiel dabei, also super. Ich glaube, wir steigen erstmal ganz soft ein. Und jetzt gebe ich kurz mein Bildschirm mal frei. Ich habe das kurz vorbereitet. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Deswegen. Dann würde ich mal kurz die Freigabe meinerseits stoppen. Dann kannst du da einsteigen. Okay, und jetzt müsstet ihr meinen Browser hier sehen. Nee, wir sehen jetzt momentan die Lumix mit dem PC verbinden. Ich glaube, da ist noch ein anderer Bildschirm gerade bei dir. Moment, ich mache mal eine neue Freigabe. Das war das Richtige. Ja, jetzt sind wir bei Brandmark.io. Jetzt sehen wir es. Okay, super. Also, Brandmark.io, URL einfach merken, selbst ausprobieren. Man kann das mit einem kostenfreien Account und einem schnellen Google-Login einfach mal schnell testen. Und was ist so Brand? Ja. Also die Anwendung kommt eigentlich sehr, sehr, sehr trocken rüber. Man sieht hier irgendwie sogar schon was mit einer 3D-Lens und irgendwelche Produkte, wo dann hier Namen und Logos und sowas drauf sind. Ja, und genau darum geht es. Ihr seht hier beispielsweise eine Merchandising-Ausstattung von T-Shirt über Schlüpfer und so weiter und so fort, die man dann bedrucken lassen kann. Und oder hier dann auch eine Kosmetikserie, wo dann die Verpackungen dann auch mit eigenem Logo und so weiter gedruckt werden konnten. Oder wo man hier dann auch Visitenkarten oder Typenschilder machen kann. Also wir haben im Business, ja gerade im Marketing-Business und im Small-Business vor allem immer die Herausforderung, dass wir neue Ideen, neue Produkte, neue Markenideen haben. Und dann irgendwann müssen wir damit in die Kommunikation gehen. Und zur Kommunikation brauche ich Text, Bild und Logo. Und wenn je breiter ich in die Kommunikation gehe, beziehungsweise je analoger ich sogar in der Kommunikation bin, auf Konferenzen oder Veranstaltungen draußen, Business-Treffen etc., brauche ich sogar auch analoge Medien. Das muss nicht nur ein T-Shirt sein, das fängt bei einer Visitenkarte an. Und da kommt Brandmark.io rein. Und ich logge mich da jetzt mal ein. Ich nutze dazu meinen Google-Account, das geht immer am schnellsten. Und einmal im Monat gehe ich meine Google-Accounts durch und lösche dann diese Verbindung wieder. Stichwort Datensicherheit. Okay, ich habe jetzt hier was eingegeben. Das lösche ich mal wieder raus. Das ist noch gespeichert worden von einem Test. Und jetzt könnten wir
jetzt einfach sagen, okay, die Anwendung braucht zwei Begriffe. Einmal den Brandnamen. Also da können wir uns jetzt einfach mal einen virtuellen Namen ausdenken. Christopher, gib mal was rein. Lass mal überlegen, was ist denn jetzt, was könnte vielleicht ein Haircutter oder sowas, also ein Friseur. Friseure machen immer viel neu auf, dass wir einfach mal da in der Richtung ein bisschen gehen, weil da gibt es bestimmt immer schnell und häufig einen Bedarf nach Logo. Da ist jetzt auch nicht das finanzielle Polster da, um, sage ich jetzt mal, eine riesen Beauftragung zu machen von einer Brandagentur, die erstmal 2 Jahre ein Logo entwickelt oder ähnliches. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dieses Feld so mit Haarschnitt, Friseur oder vielleicht auch ein Barber oder ähnliches, dass das ganz gut passt, ja. Super, das ist ein guter Hinweis, klasse, danke. Ich habe mal eingegeben, Friseur Mannheim. Also die Marke heißt jetzt einfach mal Friseur Mannheim. Wir wollen jetzt der beste und der größte Friseur in Mannheim werden. Und dann brauche ich noch einen Slogan dafür. Aber Friseure haben immer so ein bisschen schickeren Namen, oder? Ich würde sowas wie Haarscharf Mannheim oder sowas würde ich machen, glaube ich. Also ich bin immer wieder erstaunt, auf was für Ideen so Friseure kommen für ihre Namen. Und ich finde, meistens sind die irgendwie haarscharf, haarklein oder irgendwie, meistens machen die so Analogien oder irgendwelche Wortspiele mit Haaren. Also insofern. Haarklein finde ich super. Haarklein ist, der hat was, den habe ich noch nie gesehen. Super, Haarklein. Wir machen den Haarklein Mannheim, das ist unser Brand. Okay. Und der Slogan kann dann lauten, gut, billig, günstig. Nee, das ist abgedroschen. Ja, ist eine gute Frage. Ist aber was, ich will ja schön sein mit Haaren, das ist ein Bedürfnis oder irgendwas mit jünger werden mit dem richtigen Haarschnitt. Entweder das oder wir sind ja auch stylisch, heißt auch immer irgendwie stylisch aussehen vielleicht oder sowas oder stylisch aussehen mit Top-Haaren oder sowas. Stylisch mit Top-Haaren, lass doch mal das, dann ist, haben wir einen schönen kurzen jetzt auch. Okay, das ist der Claim. Also wir denken uns jetzt hier mal live was irgendwas aus, wofür ganze Agenturen mit Millionenbeträgen sich was ausdenken, den Brandnamen und den Claim darunter, ja. Also, okay, wir gehen jetzt mal weiter und lassen dir mal so ein bisschen rechnen. Was er jetzt haben will, das lösche ich mal raus, kommt aus dem Vorhergehenden noch. Jetzt möchte er Keywords haben. Keywords kriegt man in der Regel oder generiert man in der Regel dann, indem man einfach mal Google anschmeißt und guckt, okay, was gibt es denn jetzt zu meinem Brandnamen und zu dem Claim entsprechend ja schon für alternative Geschichten. Das machen wir jetzt nicht in Anbetracht der Zeit. Wir können uns auch theoretisch jetzt Keywords ausdenken, die für uns wichtig sind. Genau, also, wir sagen einfach mal, ich glaube, wichtig ist, Englisch zu bleiben, oder? Weil ich glaube, das Brandmark schon eher mit dem Englischen stark arbeitet. Haircutting würde ich mal machen, sowas Jeep wäre auch Haircutting. Vielleicht Styling wäre auch sowas, was so Styling ist, oder? Und Top Hairs, genau. Top Hair könnte sowas sein. Haircutting, Top Hair, Beautiful. Cosmetics noch, weil das auch so, oder Beauty ist gut. Beautiful und Beauty würde ich auch, da hast du recht. Beauty, Cosmetics vielleicht. Oh, da haben wir schon eine Menge. Wir geben jetzt mal ein bisschen was zu rechnen. Genau, okay. Wir lassen es, ja, ich glaube, damit hat er schon ein ganz gutes Set, oder? Ja, damit kann er schon mal was anfangen. Okay, dann gucken wir mal weiter. Jetzt geben wir ihm ein ganz grobes farbliches Layout, das nachher total, genau, das Farbmaster oder beziehungsweise das Corporate Design sozusagen. Ich hätte jetzt eher so in die Pastellrichtung was gesagt, oder? Wie du da unten rechts die Pastellrichtung, oder? Weil es ja eher, also vielleicht beim Friseur, der macht auch Haarfärben. Also es muss schon auch ein bisschen Farbe drin sein, glaube ich. Das ist wichtig. Okay. Ja, wir machen ein bisschen Pastell, finde ich gut. Das passt. Das gibt es im Mannheim noch nicht. So, jetzt legt er los. Also ihr seht jetzt hier Generating Logos, ist schon fertig gerechnet und schwuppdiwupp macht er uns jetzt Logo-Entwürfe und wir wussten nicht, wie es aussieht vorher. Ja, da hat er jetzt die Kosmetik vielleicht zu stark rein, aber wir gucken mal weiter, was er sonst noch hat, oder? Genau, ich gucke es mir gerade im Live-Kontroll-Bild nochmal an, ob er das gut zu sehen ist. Ja, das ist gut zu sehen. Okay, also wir sehen jetzt hier schon den ersten Entwurf, eine interessante Typografie hier, Haarklein Mannheim. Also der würde zu Mannheim passen. Ja, Mannheim ist ja eine, sag ich mal, rustikale, quadrate Arbeiterstadt mit BASF und mehreren anderen großen Konzernen nebenan. Also das passt schon gut.
Wenn man abends durch Mannheim geht, dann sieht man an den Straßenwänden, Häuserwänden häufig so eine verkleckerte Typografie. Gut, dann hat er ein paar Bilder, also beziehungsweise genau, Symbole. Das Symbol ist nicht ganz so passend, weil wir eher so auf das Haare-Thema gehen, aber auch das können wir im Zweifel nochmal austauschen. Also genau, wir gucken einfach weiter. Ich glaube, das mit der Kosmetik war nicht so gut, Christoph. Ja, ich glaube auch. Die Frage ist, können wir da wieder zurückgehen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, das kann man. Glaube ich, generiert hat, aber ich glaube, ich kann das Icon kann ich wechseln. Genau, wir können jetzt sagen, wir hätten gerne ein anderes Icon. Browse Icons, guck mal. Da können wir jetzt einfach mal sagen, wir nehmen was anderes. Und dann oben haben wir die Suche. Da könnten wir, hast du gesehen, oben war nochmal eine Suche. Ja, warte, ich gehe nochmal Suche. Da würde ich nochmal her oder sowas vielleicht eingeben. Gucken, was uns da so gibt. Ja, da haben wir doch schon Dinge, die viel besser passen, oder? Ja, das ist doch ja eine schöne Fußballerfrisur hier, guck mal. Okay, ja, also ihr seht, man kann dann also die Entwürfe dann auch sich erstmal anschauen und dann aber auch schon gleich ins Detail gehen. Wir sehen hier also auch wieder so eher so das Barber-Thema. Mhm. Das hat schon irgendwie was hier. Mhm. Ja, das ist auch ganz schön. Aber Klein Mannheim. Ja, finde ich jetzt so. Das könnte eher zum Einrichtungshaus oder ähnliches passen, oder? Also das wirklich. Ja, wahrscheinlich, ja genau. Klein Mannheim. Okay, eine Typografie und das könnte ich stylisch, auch schon wieder vorstellen, ja. Stylisch mit Top-Haaren. Das wäre genau was für uns beide hier. Stylisch mit neuen Top-Haaren. Oder hier auch. Das ist auch sehr interessant hier. Jetzt habe ich diese Typografie so noch nicht gestaltet gesehen. Sehr cool. Also, ihr seht, da gibt es Menge Zeugs. Da gibt es echt eine ganze Menge. Also, jetzt, das Haarklein Mannheim mit der Schere zum Beispiel. Guck mal, das passt schon. Das ist doch schon mal was, ne? Ja. Also, ich glaube, da ist schon schnell was dabei und es ist ja auch leicht neu zu generieren. Also im Prinzip einfach den Vorgang nochmal neu machen im Sinne der Keywords, die ausgewählt werden, um das nochmal ein bisschen zu schärfen. Und schon, sage ich jetzt mal, hat man eine zweite Logolinie, die man dann hat. Wenn ich jetzt ein Design mir ausgewählt habe, kann ich mir weitere Unterdesigns von diesem Hauptdesign auswählen? Also was die farbliche Gestaltung selber angeht. Das sieht man hier. Jetzt gibt es also wieder viele neue Ideen. Wahnsinn, ja. Das ist wirklich einfach klicken und fertig ist dann beispielsweise der eigene Brand. Okay, gehen wir da mal wieder raus. Das kann man natürlich in Fonts und in Layout und alles Mögliche ändern und anpassen. Das ist schon sehr cool. Ich speichere. Nee, Moment, das wollte ich nicht. So, New Logo und dann. Jetzt wichtig, wenn man das jetzt haben möchte, kann man das kaufen. Das wollen wir nicht verhehlen. Das gibt es nicht umsonst. Den Zugang kriegt man umsonst. Aber wenn man jetzt beispielsweise nur das Logo haben will, ist man mit $25, damit auch Euro dabei. Oder wenn man jetzt auch noch mehr Zeugs haben will, also beispielsweise die Visitenkarten, ist man bei €65 dabei. Das haben wir im Übrigen auch bezahlt für unser Copyright Design der KI-Toolparty.de. Kann ich mich erinnern. Oder 75 waren es, glaube ich, sogar. Ja, genau, das war. Wenn man sehen will, was man für €65 kriegt, dann wird das hier angeboten. Und wir können ja mal in die Business Cards hineingehen. Das passt jetzt nicht auf das unser Beispiel, aber so kann man sich denn seine Business Cards dann entsprechend auch auswählen und sagen, okay, ich möchte halt die und kann sie dann entsprechend dann auch anhand meines Designs dann auch auswählen. Also genau, das ist schon sehr, sehr cooles Zeugs. Also unbedingt mal angucken. Aber du siehst also vielleicht auf der linken Seite nochmal, das finde ich schon ganz spannend, wie tief das geht. Also dass es mir ja quasi auch nicht nur die Visitenkarten gibt, sondern im Zweifel kriege ich, wenn du ein bisschen weiter runter gehst, auch sogar eine Präsentationsvorlage schon für PowerPoint, die dann mit meinem Logo einhergeht, also für die Folien und so weiter. Ich kriege für Social Media schon gewisse Vorlagen, die dann mit dem Logo gebrandet sind, die für Instagram jetzt hier beispielsweise, die ich nutzen kann. Also ist schon, also wenn ich ein Logo da drin entwickle, habe ich quasi wirklich einen Mehrwert, weil ich auch schon unheimlich viel Zusatzmaterial bekomme. Und das ist wirklich so eine Markenlinie, die ich dann quasi mit Zusatz
Ausstattung hier erhalte und mit der ich dann weiterarbeiten kann. Und wenn man sich das so überlegt, für $65, das ist schon ziemlich verrückt. Ja, das ist schon völlig verrückt. Und wir betonen nochmal, wir haben da keinen Deal mit denen. Wir machen keine Werbung für die, die wissen nicht, dass wir sie jetzt hier vorstellen. Genau, es gibt also in unserem Buch haben wir, glaube ich, Logo war eine Gattung, da gab es relativ viel. Also wir haben ja diese 50 Use Cases im Buch und im Portal haben wir ja mittlerweile unsere 57. Und ich meine mich zu erinnern, es waren bestimmt so 10 Logo-Generierungstools, die wir da drin haben, also die, ja, die es gibt, die wir da auch ausgewählt haben. Es gibt mit Sicherheit noch wesentlich mehr. Also ich würde mal sagen, nach meinen Schätzungen haben wir da draußen bestimmt 20, 25 Anbieter, die Logos generieren können. Wir hatten uns damals für 10 entschieden, die wir halt ausprobiert haben, die wir auch für gut befunden haben. Und Brandmark ist halt ein Kandidat, den haben wir jetzt genommen, weil er einfach so diesen Mehrwert noch bietet, dass er auch die Geschäftsausstattung mitmacht. Also von, wie wir jetzt gesehen haben, von der Visitenkarte bis zur PowerPoint-Präsentation habe ich nachher quasi ein ganzes Set an Materialien, die ich dann in meiner Kommunikation einsetzen kann. Ja, okay, das war ist der jetzt Einstieg. Mal, genau, ist der Einstieg. Das war so unser erster Einstieg mal in der Sache der Live-Demo. Und was man ganz gut sieht jetzt, dieses Beispiel, ist das Thema der spezifischen generativen KI, also der KI-Mechanismen, die sich halt auf ein ganz spezielles Feld fokussieren, wie jetzt eben die Logo-Generierung. Und man kann grundsätzlich so aus unserer Betrachtungsweise und aus den ganzen Tools und Anwendungen, die wir ausprobiert haben, kann man schon so unterscheiden. Es gibt so zwei große Lager. Entweder ich habe eine spezifische Lösung, also ein Tool, was eben nur extrem gut Logos generieren kann oder mit dem ich quasi Gesichter generieren kann oder mit dem ich beispielsweise die Stimme modulieren kann. Das sind so die spezifischen Lösungen und dann demgegenüber stehen in der generativen KI die eher allgemeinen Lösungen. Also Dolly wäre dann quasi so eine generative allgemeine Lösung. Also, weil Dolly kann mir im Zweifel auch ein Logo generieren, wenn ich es drum bitte. Es kann mir aber auch ein Bild von einem Garten generieren. Es kann mir genauso auch ein Bild von einem Swimmingpool machen. Also es ist eine allgemeine Lösung, die eher breiter aufgestellt ist. Genauso auch wie eine Text-Engine. Also es gibt entweder vielleicht ein spezialisiertes Tool, was nur sehr, sehr gut Anzeigentexte ausschmeißen kann, oder ich habe wiederum ein Tool, was alle möglichen Texte von der E-Mail bis hin zu den Anzeigen über Stellenanzeigen oder auch Überschriftentexte, dass mir da alles die Text-Engine ausschmeißen kann. Und genauso habe ich vielleicht einen Musikgenerator, der kann alle möglichen von beruhigender bis Rockmusik oder ähnliches machen. Oder ich habe eben demgegenüber wieder ein Tool, was nur einen bestimmten Bereich im Sound macht, und zwar die Stimmmodulation. Und so teilt sich so ein bisschen der Markt da draußen auch auf. Und wir beobachten so in letzter Zeit, dass eben diese generative KI in den allgemeinen Bereichen wächst. Also ChatGPT ist jetzt so ein Ding, was eben jetzt in den letzten 2 Wochen für sehr viel, Rumoren in unserer Branche gesorgt hat, weil es eben so eine allgemeine Text-Engine ist, die auch auf einem sehr hohen Niveau schon daherkommt. Oder auch in der Musikgenerationsbranche, auch da hat sich viel getan, bis hin, dass ich quasi einen Text eingebe und dann eine Musik zu diesem Text ausgeworfen bekomme. Also, dass ich sage, ich brauche jetzt eine Musik für ein beruhigendes Thema und dann kriege ich quasi die entsprechende Musik dann dazu ausgegeben. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen in einem unserer News Talks. Also da passiert sehr, sehr viel in beiden Richtungen, also in den spezifischen KI-Lösungen als auch in den eher allgemeinen generativen KI-Lösungen. Und wir wollen uns im weiteren Verlauf jetzt in der Live-Demo auch mal noch den generativen allgemeinen KIs widmen, speziell dem Bildbereich mit Dolly. Und da schauen wir uns mal an, es gibt nicht nur Dolly, sondern wie vorhin auch schon bei dem Chart, wo wir gesehen haben, wie weit Dolly erstmal so einen Peak erzeugt hat und dann ist der Peak runtergegangen, weil einfach auch andere auf den Plan getreten sind. Stable Diffusion ist ein großer Player, der hier noch reingekommen ist, erreichbar über Dream Studio AI. Das ist die Web-Oberfläche von Stable Diffusion. Stable Diffusion ist ein Open-Source-Modell grundsätzlich,
kann sich jeder dran docken, haben auch viele gemacht. Also man sieht hier unten rechts auch die Box mit den Drittanbietern. Es gibt mittlerweile eben auch sehr, sehr viele bestehende Bildbearbeitungstools, die dann eben auf ein Bildgenerierungsmodul aufsetzen oder mit anbieten, und die setzen meistens auf Stable Diffusion. Dann gibt es noch Midjourney als großen Player. Crayon ist quasi so eine Art Abspaltung von Dolly. Da sind ein Entwickler beteiligt, der in Dolly auch mitentwickelt hat. Die haben wie so eine Art, früher hieß es auch Dolly Mini, aber Dolly oder OpenAI hat es nicht so gefallen, dass sozusagen da eine Namengleichheit herrscht. Die haben sich daraufhin umbenannt in Crayon. Crayon ist so der einfachste Player, weil ich das kostenlos und direkt erreichen kann. Ich brauche bloß crayon.com aufrufen und dann kann ich quasi auf der Webseite schon meinen ersten gewünschten Bildtext eingeben und kriege ein Bild rausgeworfen. Also das ist so die niedrigste Hürde, aber von der Qualität nicht so gut wie die anderen Player. Google, also und Amazon, beziehungsweise Amazon jetzt weniger, aber Google, Facebook, also die GAFAs, auch die sind unterwegs in dem Bereich, allerdings immer mit nicht öffentlichen Angeboten. Insofern können wir da wenig sagen, außer die Demo-Bilder, die quasi im Netz verbreitet wurden, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wir konnten es nie testen, weil es eben nicht öffentlich ist. Das Einzige, was öffentlich ist, ist Baidu. Baidu hast eine Hugging Face Demo, wo ich quasi gucken kann, wie Baidu, also die chinesische, der chinesische Suchgigant quasi hier arbeitet. Die haben ihr Modell zum Testen veröffentlicht. Ist ein bisschen schwierig, weil sie immer versuchen, dann vom Englischen ins Chinesische zu übersetzen. Ich habe ein bisschen damit rumexperimentiert. Das war so, naja, also die Ergebnisse, die da rauskamen, waren okay, aber ich glaube, die Sprachbarriere ist so ein bisschen das Problem. Ja, so viel mal so ein bisschen zum Anbieterfeld in Deutschland. Wäre so ein Kandidat, den wir hier auch ja mal im Interview hatten, wo es um das Thema Text ging, Neuroflash. Auch die haben quasi in ihrer Textgenerierungsengine ein neues Modul dazu gemacht, was dann auch Bilder generieren kann, und die bauen auf DALL-E auf. Also insofern gibt auch im deutschen Anbieterbereich schon jemand, der mit den Bildgenerierungstools arbeitet und hier die Features, quasi seine Features mitgestaltet. Grundsätzlich können wir so drei Bereiche bei der Bildgenerierung unterscheiden. Also es gibt nicht nur die Bildgenerierung, sondern auch eine Bildbearbeitung mit den generativen KI-Tools in diesem Sektor. Und zwar kann ich Bilder anpassen, also ich kann Objekte in ein bestehendes Bild hereinrechnen lassen, oder ich kann ein Bild, was du auch vorher schon angedeutet hast, Gerald, ein Bild, was ich eben beispielsweise jetzt hier hochkant fotografiert habe, aber jetzt im Querformat brauche, und ich kann ja nicht ein Bild einfach ins Querformat transferieren bei gleicher Höhe, das wird nicht funktionieren, dann wird es gestreckt, sondern ich brauche quasi dann wirklich tatsächlich Bildmaterialergänzung. Auch das können die Tools. Und diese drei Fälle werden wir uns jetzt auch einfach Stück für Stück anschauen. Bevor wir da reingehen, hier nochmal so ein bisschen ein paar Tipps und Tricks, wenn ihr mit den sogenannten Prompts, also mit den Bildanweisungen arbeitet. Das ist auch ein sehr guter Artikel hier gewesen, der uns dieses Beispiel nochmal beschert hat, was ihr jetzt hier seht, und zwar von Neuroflash. Neuroflash selber hat damals sehr früh schon Zugang gehabt zum Dolly-System und hat dann mit seinen Tests auch einen kleinen Blogartikel verfasst, und da haben sie mal so verschiedene Tests gemacht, und ihr seht, sie wollten eigentlich einen Toaster generieren, der aussieht wie eine Ente, und haben angefangen, einfach mal den Begriff Duck Toaster einzugeben. Und was rauskam, ist, dass eine Ente hier gezeigt wurde, die quasi sich gerade über zwei Toastbrote beugt und wahrscheinlich gerade da reinpicken will. Das kam dann raus, war aber eben überhaupt nicht das Gewünschte. Nachdem sie dann weiter experimentiert haben, haben sie festgestellt, sie müssen wirklich das Bild beschreiben. Und das ist auch das zentrale Thema. Wenn ich einen guten Prompt erstellen möchte, dann muss ich dieses Bild beschreiben, so bildhaft und so gut wie möglich. Und ihr seht hier das Ergebnis, nachdem sie eingegeben haben, a toaster shaped like a duck, ist schon genau das, was sie sich auch gewünscht haben. Und das ist eben so, muss ich vorstellen, die KI ist jemand, der zuhört, der aber erstmal mit einem Einwort- oder Zweiwortbegriff nichts anfangen kann, dem ich wirklich bildhaft quasi beschreiben muss, was er jetzt generieren soll. Und wenn man das nochmal ein bisschen runterbricht, dann gibt es so eine Daumenregel.
Da haben wir uns jetzt auch so ein bisschen angelehnt, weil es sehr gut auch bei Neuroflash zusammengefasst ist. Ich habe immer so eine Dreiteilung. Ich muss erstmal sagen, was ist das Objekt? Was sieht man? Dann Details zu diesem Objekt. Also was ist genau mit dem Objekt? Und dann ein Bildstil. Und bei Bildstil haben wir jetzt nochmal so ein bisschen rumexperimentiert. Sigma 75 mm ist beispielsweise ein Objektiv. Und damit weiß das System sofort, ich soll das Ganze in Form eines Fotos ausgeben und nicht in einer Zeichnung oder ähnlichem. Also mit solchen Begrifflichkeiten wie eben von einem bekannten Bildmotiv, dann kann ich sehr, sehr klar auf eine Fotorichtung deuten. Ich kann natürlich auch Fotografie eingeben, Close-up oder aber auch Render, wenn es um eher so, sag ich mal, 3D-Objekte oder ähnliches geht. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also ich muss dem System sagen, um was geht es? Also was ist das Objekt? Wie sieht das Objekt genau aus? Und aber in welchem Stil soll das auch dargestellt werden? Also ich brauche quasi immer so 3 Ebenen, damit das System wirklich ein nach mir gewünschtem Bild, Bildmotiv dann im Ergebnis für mich auch was Passendes präsentiert. Ich habe hier nochmal so ein Beispiel mitgebracht und das würden wir uns jetzt auch direkt mal angucken. Ihr seht jetzt auch wieder hier so alle 3 Ebenen drin. Wir haben erstmal hier den Bildstil, der ist jetzt vorne dran gestellt. Sigma 35 mm ist eben auch ein Objektiv und das ist auch so ein Objektiv, was meistens so ein bisschen vorne eher eine Scharfstellung macht, hinten so ein bisschen verschwommener Bereich. Dann wollen wir einfach mal so eine Strandatmosphäre hier schaffen, also Sand und Ocean. Dann Chairs and Umbrellas im Palm Beach, das wäre so das Nächste. Also das ist im Prinzip, was sieht man, ist erstmal das Objekt, ist Sand und Ocean. Dann die Details, da sind aber auch nicht nur der Sand und das Meer, sondern das sind auch die Stühle, also Chairs und Umbrellas in Palm Beach. Also das ist auch ein Ort genannt, der bestimmte Art von Strand und Meer dann wieder definiert, weil er da eine bestimmte Eigenarten hat. Und auch nochmal so die Stimmung so ein bisschen mit Tropical Holiday. Also es geht eher so nicht um den Strand irgendwie jetzt, im Zweifel, dass da ein Verkehrsschild oder ähnliches auftaucht, sondern dass es um Urlaub geht, also eher sowas, was auch Urlaubsfeeling erzeugt. Und das Ganze eben fotografiert quasi mit Sigma 35 mm. Und diese Anweisung, die geben wir jetzt einfach mal in DALL-E ein und gucken uns an, was da dann rauskommt. So, das heißt, hier seht ihr jetzt meinen Bildschirm mit DALL-E. DALL-E habe ich aufgerufen, kommt daher wie so ein, einfacher Suchschlitz, sehr, sehr schlicht das Ganze gehalten. Und ich gebe jetzt hier einfach diesen Prompt hier ein, also heißt ja quasi die Textanweisung. Vielleicht hier noch so als Hinweis, gut ist es immer, das mit Komma abzutrennen, die einzelnen Bereiche, dann kann das System das besser verarbeiten. Und jetzt gehe ich einfach auf Generate. Und dann fängt im Hintergrund an, das System das Bild zu generieren nach den Anweisungen, die ich gegeben habe. Und ihr seht hier, kommen schon die Ergebnisse rein. 4 Ergebnisse kriege ich jetzt präsentiert und die sind schon ganz passabel. Also hier, das würde ich jetzt sagen, das ist schon ein ganz gutes Urlaubsatmosphärenbild. Auch so ein bisschen wieder, wo man sieht, hier ist es so ein bisschen unscharf. Also wirklich wie durch so eine entsprechende Objektivlinse fotografiert. Oder auch hier auch. Also damit habe ich quasi so das Bild jetzt geschaffen, was ich haben möchte. Das wäre jetzt so mal für die Generierung. Der zweite Bereich, den wir jetzt heute mal uns noch angucken wollen, ist, was passiert, wenn ich jetzt ein Bild habe und ich möchte in diesem Bild aber noch was rein gerendert, also was rein platziert haben. Stellen wir uns mal vor, wir sind ein Anbieter von Swimmingpools und wir haben einen Klienten, der hat uns ein Bild von seinem Garten geschickt und hätte gern von uns denn mal gezeigt, wie dann ein Pool in seinem Garten aussehen könnte. Und was hilft besser zum Verkaufen, wenn ich es plastisch präsentiere? Also wenn ich einfach nur vorbeikomme und sage, okay, da drüben würden wir dann einen Pool hinmachen, dann ist es natürlich nicht so verkaufsfördernd, wie wenn ich sagen kann, okay, schicken Sie mir doch einfach mal ein Bild von Ihrem Garten und wir zeigen Ihnen dann, wie Ihr Pool in diesem Garten aussehen würde. Dazu gehe ich hier auf Upload, rufe mir ein entsprechendes Bild aus an, was ich mir ausgewählt habe vorher. Hier sehen wir so eine Gartenlandschaft. Dieses Bild übrigens habe ich auch quasi mit DALL-E generieren lassen. Das ist kein bestehendes Bild was von einem echten Garten, sondern auch das ist jetzt ein generiertes Bild. Hier kann ich immer das Format noch, also
Dally oder Dolly arbeitet immer gern mit einem Quadratenformat. Hier kann ich mit dem Format dann nochmal das zuschneiden. Ich will, kann jetzt auch sagen, einfach Skip-Cropping. Und was ich jetzt hier sehe, ist quasi nochmal das Bild. Und jetzt kann ich anfangen, in dieses Bild was zu generieren. Und jetzt hier am Anfang haben wir das beispielsweise auch falsch gemacht, dass wir einfach gesagt haben, jetzt hier ein Swimmingpool. Und dann haben wir gedacht, okay, der gerechnet das jetzt rein. Also es gibt aber so zwei Bereiche, die ich machen muss. Das erste ist, ich muss ihm sagen, wo der Swimmingpool hinkommt. Das heißt, dazu muss ich einen Bereich eben nehmen und den hier so ein bisschen rausradieren. Dass ich sage, okay, in dem Bereich hier, es kann ruhig auch ein bisschen großzügiger sein, möchte ich meinen Swimmingpool platziert haben. Und jetzt ist wichtig, das Zweite, was wir auch erst lernen mussten, wir müssen quasi das Bildmotiv nochmal genauso beschreiben, wie am Anfang, wenn wir es neu generieren lassen wollen, also dass wir auch eben Garten und so weiter beschreiben und dann diese Gartenbeschreibung quasi mit diesem Pool ergänzen. Also es muss quasi das Gleiche Bildmotiv nochmal beschrieben werden und dann eben mit dem Zusatz, mit dem Pool, dass das quasi ergänzt wird. Ich habe das entsprechend vorbereitet, würde das hier einfach mal hier kurz reinsetzen. So, meine Beschreibung wäre jetzt eben Overhead View of a beautiful decorated garden on a sunny day with a swimming pool. Also Grundmotiv ist eben diese Draufsicht auf einen sehr schön dekorierten Garten an einem sonnigen Tag. Und jetzt kommt eben noch with a swimming pool ist dann die Ergänzung. Und jetzt sage ich einfach mal Generate. Und das System fängt jetzt an, wieder zu rechnen und hat aber als Auftrag quasi mit dem gleichen Motiv, aber was das System dann feststellt, das Swimmingpool fehlt, also es ist quasi in der Szene nicht vorhanden und es hat auch einen Bereich, wo das jetzt reingeneriert werden muss. Und wie ihr seht, das Ergebnis ist jetzt da, habe ich jetzt quasi hier in dem Bereich schön meinen Swimmingpool reingeneriert und er hat auch quasi um den Swimmingpool neue passende Garten Elemente, also Bäume, Sträucher, Gras hier rein generiert. Und wenn ich jetzt entsprechend, hier habe ich jetzt verschiedene Varianten, also insofern hat quasi der Poolbauer auch die Möglichkeit, so ein bisschen zu zeigen, okay, wie könnten denn ein Pool in verschiedenen Formen jetzt hier durchaus eingeklinkt werden und wie sieht es aus? Also im Sinne eher vielleicht ein kleinerer Pool oder wir machen einen größeren Pool, der sich dann wirklich komplett in den Garten bis zur Hälfte mit reingliedert und so weiter. Also das ist jetzt mal so ein Beispiel, wie sowas aussehen könnte, wenn ich ein bestehendes Bild nehme und hier was rein generiere. Wie gesagt, wichtig ist, dass ich eben mit dem Bild hier arbeite, was schon da ist, im Sinne der Beschreibung. Also, dass ich nochmal die gesamte Beschreibung hier reinsetze. Wenn ich jetzt nur ein Swimmingpool reinsetzen würde, das würde nicht gut funktionieren. Ich muss das Bildmotiv an sich nochmal komplett beschreiben. Ja, dann würde ich hier einfach mal auf Accept machen. Das würde man mal nehmen. Wir gehen jetzt nochmal rein. Wir haben ja noch einen dritten Bereich, den wir uns angucken wollen. Also das ist schon wirklich großartig, ne? Und lässt sich natürlich auch für Wohnungsausstattung beispielsweise nehmen, ne? Also ich suche irgendwie eine neue Kommode für mein Schlafzimmer beispielsweise und auch fürs Marketing natürlich auch durchaus. Mhm. Oder für die, ich war jetzt bei einer Neugestaltung oder Einladung von einem Freund, der neu für seine Agentur ein neues Bürohaus gepachtet hat. Und auch da könnte man überlegen, okay, wie gestaltet man jetzt diese Räume? Einfach ein Foto machen, beziehungsweise das dann bei Dolly hochladen und dann damit spielen, wie, wo das Sofa und wie das Sofa platziert werden könnte. Ja. Also mir fallen da 1000 Sachen ein, die wirklich sehr, sehr praktikabel sind. Definitiv. Also ich glaube, Anwendungsfeld gibt es wirklich ein sehr großes. Jetzt gehen wir mal den Fall an, dass wir sagen, wir wollen das sogenannte, vorher haben wir jetzt gerade gesehen, das war ein In-Painting, was wir durchgeführt haben. Und jetzt gibt es noch ein Gegenstück dazu, das nennt sich Out-Painting. Wie gesagt, wir gehen davon aus, ich habe hier ein Bild gemacht, was ich quasi, wo ich ein, ich kann das Cropping auch einfach mal überspringen, das funktioniert auch. Und hier habe ich ein Bild gemacht von einem Olivenöl, eine Olivenölflasche und nebendran Olivenölkanister. Der Olivenölkanister ist noch quasi mit einer entsprechend schön bestickten Serviette ummantelt.
Und dieses Bild ist aber hochkant fotografiert. Das heißt, hier seht ihr, entsteht jetzt so ein Rahmen, weil ich habe Outpainting gewählt als Option. Und ich möchte dieses Bild verlängern. Ich brauche das jetzt im Querformat. Und ich kann im Querformat, musste ich es deutlich beschneiden, aber dann sehe ich vielleicht nicht mehr den Kopf der Flasche etc. Das heißt, ich brauche hier quasi ein entsprechendes gesamtes Bild, um das zu verlängern. Das heißt, es muss wirklich hier neu generiert werden. Und was ich jetzt machen kann, und da wollte ich euch ein weiteres Hilfsmittel noch zeigen, ist, ich muss ja hier wieder eine Beschreibung von dem Bild zu erstellen. Und das ist oft gar nicht so einfach, gerade bei so bestehenden Bildern. Und da gibt es mittlerweile so das Reverse Engineering, auch in dem Bereich. Hier gibt es so Dienste wie Pick-to-Prompt. Da kann ich so ein Bild hochladen. Das habe ich jetzt hier auch schon gemacht. Und was ich dann als Ergebnis bekomme, ist, dass ich quasi dieses Bild als Beschreibung ausgegeben bekomme. Also ich habe hier dann eine Beschreibung, wie ihr hier seht. Und diese Beschreibung könnte ich dann wieder nehmen, um das Ganze reinzusetzen und vielleicht noch zu ergänzen. Oder beziehungsweise müsste es gar nicht ergänzen. Es wird auch so schon funktionieren. Das heißt, dass ich eben diese Beschreibung einfach nutze, die jetzt hier entstanden ist und die quasi reinsetze. Das System weiß ja quasi, wenn ich jetzt hier nochmal zurückspringe, dass ich hier den Bereich dazu addieren möchte, im selben Stil. Das heißt, ich würde jetzt hier die gerade gezeigte, ausgelesene aus dem Bild Beschreibung nehmen, hier auf Generate geben und einfach mal schauen, was das System dann macht. Ihr seht, hier braucht er auch ein bisschen länger, weil hier muss er schon, er muss die Beschreibung berücksichtigen. Und hier sehen wir, das ist schon gar nicht schlecht, was er gemacht hat. Also er hat jetzt hier noch eine Weinflasche platziert. Er hat hier jetzt nochmal so eine ähnliche Olivenölflasche platziert. Hier nochmal eine Flasche, auch die würde passen thematisch. Hier dann nochmal in so eine Art Flasche. Also das passt schon ganz gut. Auch, sage ich jetzt mal, mit anderen Tools könnte ich jetzt einfach hergehen und wenn ich sage, okay, super, der Tisch, der passt schon sehr gut. Also gerade jetzt hier seht ihr, passt es sehr gut mit diesen, das könnte durchaus so der Tischfortführung sein. Das ist schon sehr gut getroffen alles. Und wenn ich jetzt einfach dieses Objekt nachher weghaben möchte, auch da haben wir in einem Webinar Objekte entfernen. Das war, glaube ich, so vor 3, 4 Webinaren war das. Haben wir Tools gezeigt, wo ich sehr einfach dann das weiter bearbeiten kann. Ich könnte mir dieses Bild jetzt mit Accept als fertig erstellen, kann es mir runterladen beispielsweise und könnte dann dieses einfach jetzt weiter bearbeiten, indem ich sage, ich mache einfach die Flasche, lasse ich wegmachen. Das wäre jetzt so der nächste Bearbeitungsschritt und der lässt sich eben mit KI auch wieder sehr bequem und einfach ausführen. Ja, das waren so die Beispiele, die wir jetzt hier mal mitgebracht haben, um zu zeigen, was geht. Also Bild neu generieren, Bild ergänzen, also indem ich quasi hier was dran packe oder auch ein Bild sozusagen teilneu generieren, also sogenanntes Inpainting, dass in das Bild nochmal was neu hereingezeichnet wird, also das Inpainting so übersetzen würde. Ja, damit einmal so zu unserem Live-Thema am Ende. Ich würde noch mal ganz kurz in unser Präsentationsdeck reinspringen, dass wir uns noch mal angucken. Wir haben noch so ein bisschen für euch mitgebracht, wie kann es weitergehen oder wie könnt ihr euch hier weiter informieren oder auch noch mal ansprechen, was eben überhaupt alles möglich ist. Wir haben uns darüber auch schon mal Gedanken gemacht. Gerald, du hast ja auch schon einiges aufgezählt, aber es gibt noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Also ich kann durchaus auch Wireframes beispielsweise. Ich kann auch sagen, show me a wireframe of a landing page for a car insurance company. Und dann kriege ich tatsächlich schon Entwürfe von der landing page, wie sowas vom Look and Feel aussehen könnte. Ja. Ich kann damit aber auch architekturmäßig unterwegs sein, also Städteplanung. Da gibt es ja quasi auch einen Artikel, den haben wir in einem unserer News Talks auch in den Show Notes verlinkt, wo quasi bekannte Plätze in den USA, die sehr Autoverkehr belastet sind, einfach mal neu generiert wurden in begrünte Flächen. Also, dass man sich vorstellen kann, wie diese Flächen aussehen könnten, wenn eben kein Verkehr mehr dort stattfindet.
Für Game Design ist es sehr interessant auch, weil oft ist es sehr aufwendig für ein entworfenes Game erstmal die einzelnen Szenen zu generieren. Da müssen Grafiker sich wirklich hinsetzen, das alles machen. Um erstmal so eine Anmutung von einem Spiel zu bekommen, kann ich dann schnell mit Delly, sage ich mal, die Szenen bauen lassen und mir schon mal so ein Gefühl dafür dann auch zu bekommen, wie so ein Spiel im Ablauf sich darstellen würde. Aber auch Marketing, Bildmaterial und auch 3D-Materialdesign, auch da total interessant. Normal ist sehr aufwendig zu sagen, ich hätte jetzt hier gerne eine bestimmte Holzstruktur. Auch das kann ich beschreiben, bekommen die dann schon so in einem 3D-Look and Feel, was sehr, sehr praktisch ist. Ja, zum Schluss für euch noch so, wenn ihr da interessiert seid und weiter einsteigen möchtet, es gibt ein DALL-E 2 Promptbook, das verlinken wir euch in den Shownotes. Das ist sehr, sehr gut. Da haben wir auch nochmal viel gelernt jetzt hier. Gerade mit dem In-Painting, Out-Painting, wie gehe ich am besten vor? Oder die nennen auch sehr, sehr gute weitere Hilfstools, um die Bilder noch weiter zu bearbeiten. Das ist eine Quelle, die wir sehr gut euch empfehlen können. Dann auch die Blogartikel oder Hilfeartikel bei Neuroflash, die werden wir euch auch verlinken. Auch die sind sehr hilfreich. Und wenn ihr das Ganze im Bewegtbild so ein bisschen euch angucken wollt, dann ist der Kanal von Matt with Pro AI eine sehr gute Quelle, denn der zeigt auch sehr, sehr viel, was mit KI-Bildgenerierung möglich ist. Untersucht auch immer die verschiedenen Bildgenerierungsanbieter, vergleicht die miteinander. Also auch eine sehr gute Quelle, wenn man hier weiter und tiefer eintauchen möchte. Ja, und nicht zu vergessen, natürlich, wir haben zu dem Thema auch einen Podcast gemacht. Also für all die, jetzt keinen Bock haben, sich eine Stunde Video wieder reinzuziehen. Es gibt auch einen Podcast und den schicke ich jetzt auch gleich mal in den Chat. Und da wollen wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dort reinhört, wenn das für euch da auch einen Mehrwert bringt und dann natürlich auch gerne über ein Abo dieses Podcasts. Und wer da auch ein Thema hat, das er eh schon mal lange behandelt wissen lassen möchte von uns, gerne da auch eine Information an uns. Perfekt. Dann, so, glaube ich, haben wir euch allen einen guten Eindruck geben können, was da in der Welt der generativen KI, vor allem im Bildbereich, schon möglich ist, wie ich es auch tatsächlich einsetzen kann. Und schreibt uns, also kontaktiert uns. Wir sind immer offen für Ideen, wenn ihr sagt, okay, macht doch mal ein Webinar zum Thema Bildgenerierung, Architektur oder generative KI im Bereich Text oder Ähnliches. Also gerne auch immer Ideen vorschlagen, auch Use Cases bei uns vorschlagen. Ihr habt die Möglichkeit, einen Use Case vorzuschlagen bei uns im Portal. Also wir sind sehr offen und gehen gern mit allen in die Diskussion und sage ich jetzt mal, machen gern gemeinsam auch die Welt etwas schlauer in Richtung KI. Auf jeden Fall, das ist unsere Mission, steht auf der KI-Tool-Party ganz, ganz groß drauf. Kontakt gerne über die bekannten LinkedIn-Profile von Christopher oder von mir. Oder ihr geht direkt auf ki-toolparty.de. Da gibt es ein Formular, könnt ihr auch eine Information hinterlassen, bekommen wir beide. Und dann wird sich einer oder beide gleichzeitig melden. Okay, dann bleibt uns ja nur noch irgendwo das Jahresende zu beschließen. Ne? Wir haben so ein bisschen Retrospektive gemacht. Was haben wir im nächsten Jahr vor, Christopher? Da ja, ist ja im auch nächsten Jahr los. Geht auf alle Fälle weiter mit unseren Webinaren. Wir haben die Kooperation jetzt geschlossen mit Digital Breakfast. Vorher hatten wir quasi so zwei Webinarschienen, einmal die Webinare auf KI Tool Party, einmal die Digital Breakfast. Das werden wir beides zusammenbringen. Das bedeutet für uns, dass wir uns noch mehr inhaltlicher Arbeit widmen können und das Digital Breakfast mit seiner Infrastruktur uns ausstattet und es dadurch leichter macht, dass wir sozusagen nicht mehr so die Technikinfrastruktur noch zusätzlich als zu bedienende Schiene haben, sondern hier jemand professionell sich um das Streaming kümmert etc. und wir voll und ganz in die Themen einsteigen. Und damit waren wir auch in der Lage, schon wieder 11 Webinare für nächstes Jahr zu identifizieren und zu planen. Termine stehen. Ihr findet bei uns auf der Seite, auf der ki-toolparty.de, auch quasi schon die ersten 6 eingestellt. Da werden weitere jetzt sukzessive folgen. Wie gesagt, 11 haben wir schon fest eingeplant. Also das wird kommen. Genauso auch unser News Talk, unser KI News Talk, den ihr abonnieren könnt bei den bekannten Podcast-Diensten. Da wird es weitergehen. Da werden wir nächste Woche jetzt unseren nächsten Podcast aufzeichnen. Da sind wir, glaube ich, bei Folge 5, wenn mich nicht alles täuscht, Gerald, oder? 5 oder 6. Ist jetzt gar nicht mehr direkt im Kopf.
Also auch das wird weiter im neuen Jahr fortgeführt. Das heißt, wir werden auch weiter mit dem ganzen Bereich euch mit Informationen zu versorgen und auch wirklich mit Live-Demos. Das wird definitiv in 2023 passieren. Und wir haben uns Unterstützung geholt, noch von einer Studentin, die gerade ihre Bachelorarbeit im Bereich KI abgegeben hat. Die wird uns im Social Media Marketing nochmal unterstützen. Das heißt, wir werden euch auch über die Social Media Kanäle zukünftig Informationen bereitstellen, auch tagesaktuell und schnelle Informationen damit. Ja, wenn das kein Ausblick ist, ja, und das ist ja nur das, was geplant ist, ja, und dann sind wir auch abhängig und greifen ja auch die aktuellsten Themen auf. Also ich glaube, uns wird nicht langweilig werden im nächsten Jahr. Und das bereiten wir für euch auf, damit ihr auch immer auf dem aktuell Laufenden bleibt, also wirklich strukturiert und systematisch, haben wir ja auch ein kleines Abo-Angebot auf unserer KI-Toolparty.de. Ich habe im Chat jetzt nochmal den verkürzten Link reingegeben, damit ihr da dann auch vom Rabatt profitieren könnt, dass wir grundsätzlich und immer all unseren Webinar-Teilnehmerinnen und Teilnehmern anbieten. Also wir freuen uns, dich dann zu gewinnen. Und ja, jetzt können wir eigentlich nur noch irgendwie Happy Christmas wünschen oder sowas. Ja, genau. Frohe Weihnachten. Ja. Frohe Weihnachten, guten Rutsch, munter bleiben, vor allem gesund bleiben und neugierig bleiben. Dann wird es ein tolles 2023. Perfekt, super. Macht's gut. Ciao, ciao.